Und herzlich willkommen. Freut mich, dass wir sich wieder mal zusammenfinden. Und eine besondere Freude ist es mir heute, dass ich den Anton, den Greg und auch den Konstantin überzeugen konnte, dass sie zu uns kommen. Und ich glaube, wir kennen uns jetzt schon, auch sehr kurzfristig. Anton, magst du mal kurz vorstellen, wer du bist, wo du herkommst, was du treibst? Ja, ich bin der Anton. Bin seit inzwischen knapp 19 Jahren selbstständig in der Hosting-Branche. Bin neben Michael in Nürnberg daheim. Wenn man es vielleicht hört, kein Österreichisch, sondern Niederbayerisch an der Stelle. Ich versuche allerdings das Ganze so etwas zu unterdrücken. Meine Themen, die so im Allgemeinen da sind, ich würde mich als Generalist bezeichnen. Das heißt, ich mache vom Stromstecker und Netzwerkkabel alles bis HTML und nach CSS hört es für mich dann entsprechend wieder auf. Und dementsprechend passt natürlich da GitLab und alles in dem Umfeld hervorragend hinein. Gerade zum Thema Automatisierung ist das perfekt, was das Ganze angeht. Hello. Servus. Hi, servus. Perfekt. Sorry. Kein Problem, Konstantin. Bitte stell dich kurz vor. Oh, schon wieder. Okay, mein Name ist Konstantin. Ich arbeite seit ungefähr 10 Jahren bei der Vessel AG und bin hier mittlerweile im Infrastrukturteam gelandet. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, Zuarbeit. Also wir stellen sicher praktisch, dass die Entwickler arbeiten können. Wir entwickeln Tooling, wir machen CI-Engineering, alles außenrum. Ja. Genau, und der Hintergrund, warum ich dich jetzt gleich mitgenommen habe, ist, wir haben uns am Vormittag bei unserem wunderschönen Webcast getroffen und haben die Idee gehabt, naja, die ganzen spannenden Themen, die wir so teilen, das wäre eine coole Geschichte, wenn wir es ein bisschen in größerer Runde ausbreiten könnten, uns gegenseitig kennenlernen. Und der zweite im Bunde ist der Greg, der sich auch kurz Hallo sagt und kurz sagt, wer er ist. Ja, also ich bin der Greg, ich stamme aus Kalifornien und bin in Deutschland mittlerweile seit 7 Jahren und arbeite mit dem Conny bei Pesla AG und ja, ich habe angefangen in Systemadministration und Engineering und bin dann rüber zu der Cloud-Team und mache halt ja, Cloud-Anwendungen, Webentwicklung und so weiter. Also Single-Page-App, Vue und so. Und aber auch Backends mit Node.js und Python, Lambda, hauptsächlich Serverless. Genau. Und ja, das ist es. Perfekt. Ich gebe mal, in der Mitte sitzt bei mir der Nico. Kurz die Runde weiter. Ich bin nicht in der Mitte, ich bin oben in der Mitte, zumindest bei mir. Ja, mein Name ist Nico, ich bin im Prinzip so ein bisschen in der Container, Kubernetes, DevOps-Richtung unterwegs, ziemlich cloud fokussiert, dadurch auch ab und an mal GitLab, bin auch ein GitLab-Hero, rede mal immer wieder über GitLab, rede im Allgemeinen ab und an immer über irgendwelche Sachen auf irgendwelchen Events. Ja, genau. Wie schaut es mit Philipp aus? Ja, genau. Ich bin Philipp, komme aus dem Norden, aus Hamburg. Bin hauptsächlich Entwickler, hauptsächlich Backend leider. Leider nicht so viel mit CI mehr beruflich zu tun, dafür privat sehr viel mittlerweile wieder. Genau, und leite in Hamburg die Meetup-Gruppe für GitLab. Genau. Ja. Genau, so wie ist das Wetter bei dir? Zu sonnig. Ich habe hier 30 Grad im Schatten. Oh Gott, Fake News. Ja. Magst du zu unserem Gewitter kommen in Nürnberg und so? Also zumindest außerhalb von Nürnberg. Kann man das irgendwie sehen? Spiegelverkehrt wahrscheinlich, oder? 29 Grad. Ja, genau. Das hinter den Gardinen. Fragen wir doch mal, wie das Wetter in Kärnten ist, beziehungsweise wie er in Kärnten sitzt. Bewölkt. Das geht an mich, Mario, mein Name. Bin ja Strava tätig als ja, Backend-Engineer. Wir machen alles so rund um Container, GitOps, GitLab, stellen für unsere Softwareentwickler Infrastruktur zur Verfügung, On-Prem, in der Cloud, überall. Also ja, in dem Kreis unterwegs.
und das Wetter, wie gesagt, bewölkt, bewölkt. Wie ist denn das Wetter in Niederösterreich? Ja, besser als beim letzten Mal, aber bewölkt. Beim letzten Mal kage ich vor dem her. Ja, mein Name ist Michael Eigner. Ich arbeite für die Firma ZKW Lichtsysteme GmbH in Wieselburg in Niederösterreich. Wir machen Scheinwerfer für die Automobilbranche. Ja. Und mein Job ist es, ich bin Softwareentwickler hauptsächlich, bin aber auch Product Manager im Endeffekt und entwickle ein High-Performance Computing Software für Raytracing, also auch 3D-CAD-Software selbst, also auch Integrationen in CAD-Software. Alles für den Inhouse gebraucht, das heißt, bei uns gibt es nichts Open Source oder irgendwas, das ist alles für Inhouse. Und ja, GitLab nutzen wir selbst seit 4 Jahren mittlerweile. Quasi alles, was GitLab quasi in der Community Edition hergibt, mehr oder weniger. Und ja, nach sehr viel Continuous Integration, sehr viel selbst, sehr viel C++, also das ist 95% des Tages. Ist im Endeffekt, die Software, die wir bauen, ist im Endeffekt vergleichbar mit so ähnlich was wie Google Chrome vom Look and Feel. Da ist kein Browser, aber das Tab-System und so ist ähnlich. Ja, und mache auch von ja, Python-Ding HTML, wenn es anfällt. Also würde mich auch eher als Generalist mittlerweile bezeichnen. Aber kein Kubernetes, kein Serverless, leider. Das kommt alles noch. Wir warten jetzt noch ein paar Wochen, bis wir uns dann alle so gut kennen, dass jeder das andere vom anderen ausprobieren möchte. Ja, also mich kennt hier ja alle. Ich bin der Verrückte, der diese komische Idee hat von diesen komischen Käffchen, wo es jeden Österreicher wahrscheinlich die Zehennägel aufrollt. Also was sagt man dort nicht. Aber ich bin mittlerweile seit 8 Jahren in Nürnberg und Fränkisch kann ich noch nicht so gut. Aber ich habe gelernt, dass man österreichischen Dialekt auch versteht hin und wieder. Deswegen ist es mir wurscht. Und ja, wir versuchen oder wir haben uns ein bisschen so in, nur mal kurz meinen Screen scheren, wenn ich das wieder zusammenbringe. Wir versuchen oder wir organisieren uns für alle, die jetzt neu dazu gestoßen sind. Wir haben früher mal ein Google-Dokument gehabt, wo wir die Agenda dran geschrieben haben. Mittlerweile haben wir ein eigenes GitLab-Projekt zu dem Thema aufgemacht und schreiben mehr oder weniger die Agenda einfach in einem neuen Issue. Das mache ich momentan manuell auf, aber kann natürlich jeder anhand von einem Template. Und rein von der Organisation her, der Mario macht netterweise den YouTube-Livestream und wir haben angefangen, ein bisschen die Webseite neu zu bauen. Also früher war Everyone Can Contribute .com die lustige Animationsdemo von mir, von meiner Bewerbung bei GitLab. Mittlerweile ist das auf .dev gewandert und .com ist für unsere illustre Runde quasi reserviert oder steht zur Verfügung. Und die Tochter von Mario hat netterweise die Website einmal gebaut mit Hugo. Also es wird über GitLab-Pages ausgerollt. Und ich habe mir jetzt irgendwann die Woche mal rumgespült mit dem Hintergrund-Image, weil mir persönlich eigentlich die Erdkugel und der Weltraum besser gefällt im Slogan von Everyone Can Contribute. Und ansonsten haben wir da eigentlich sehr viel gemeinsam dran geschraubt. Das heißt, Merge Request aufgemacht, Änderung vorgeschlagen, drüber geschaut und dann gemerged. Und das Schöne dran ist, der Mario hat die Review-Apps so eingebaut, dass sie quasi direkt verwendbar sind. Das heißt, wenn wir jetzt was ändern an der Webseite und einmal schauen wollen, wie das ausschaut, dann baut der Merge Request im Endeffekt auf everyonecancontribute.gitlab.io mit dem Hashref und schieß mich tot quasi einen eigenen Präfix auf, wo man sich das Ganze anschauen kann. Super praktisch, weil ich muss jetzt gestehen, ich habe kein lokales Entwicklungsenvironment. Ich habe auch keine Ahnung, wie Hugo funktioniert. Aber solange ich was anklicken kann und was anschauen kann, ist das super. Genau. Und ansonsten habe ich es einfach einmal zusammengeschrieben. Das müssen wir jetzt nicht alles durchgehen, was wir alles sozusagen gemacht haben. Und was ich sonst noch getan habe, ist, genau, ich habe Issue-Labels aufgeräumt. Das werdet ihr wahrscheinlich gesehen haben, dass jetzt mehr oder weniger die ganzen dass im Hauptprojekt
die Labels mehr oder weniger jetzt, Moment, die Issues, Labels, dass es im Prinzip so Präfixe und Scope ist. Ich habe das jetzt einmal ausprobiert, so wie wir das früher gemacht haben. Schauen wir mal, wie es sozusagen ankommt. Von den einzelnen Projekten habe ich die ganzen Labels einfach quasi, ich habe es halt gelöscht, ich habe zuerst geschaut, was drauf ist, habe es umgelabelt und dann habe ich die Projektlabels mehr oder weniger rausgelöscht. Ja, das ist noch ein bisschen was zur Organisation. Ich hätte einfach gesagt, machen, ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, dann ändern wir es halt wieder. Ja, habe ich irgendwas vergessen, was wichtig wäre, Mario? Nein, ich glaube, das war sehr momentan. Also das Hintergrundbild hast du geändert, genau. Und das Paging funktioniert jetzt soweit, dass das eben, genau, dass nicht eben alles in einer Litanei runter scrollt, ja. Das sollte einmal soweit funktionieren. Wie gesagt, den Header und so weiter, den schauen wir sich an in den nächsten paar Wochen oder so. Und man kann jetzt auch draufklicken und was ich noch gemacht habe, das war mit dem Post bezüglich dem Mermaid, dass das Ganze auch shareable ist. Ja. Das heißt, dass auf Twitter ein schönes Bildchen dabei ist und dass im Endeffekt die ersten, keine Ahnung, 180 Zeichen von dem jeweiligen Post dann als Description ersichtlich sein und so weiter. Ja, ja, also cool. Wenn man jetzt den URL da oben nimmt und den dann keine Ahnung, bei Twitter, Facebook, wo er immer reingibt, dann sollten die Metadaten so zusammenpassen, dass da was Sinnvolles rauskommt, ja. Also das Preview kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht. Nein, das geht am besten auf Twitter leer Card Validator. Also einfach hier oben Twitter leer Card leer Validator. Dann kommst du zum Twitter Card Validator. Was Card? Also, Validator. Einfach wirklich, genau, leer, also nicht twitter.com, sondern einfach nur also googeln. Ach genau, so. Googeln. Genau, deswegen Twitter leer Card leer. Ja, genau der. Genau, da Enter drückst. Okay, ich habe jetzt gedacht, dann, was ist denn das für ein Leerzeichen? Genau, hast du jetzt dann auf dem ersten drauf geschrieben? Okay. Ja, nein. Und dann da den Card-Ul reingibst, genau. Stimmt, das kenne ich ja eigentlich, ja. Genau, dann kommt halt der raus. Geil. Super. Vielen Dank. Wie man es ein bisschen leichter scheren kann, weil es ist ein bisschen mühsam. Ja, das habe ich eh schon gehabt, das habe ich von unserer Seite, also von meiner anderen privaten Seite runterkopiert. Macht ihr was gelernt? Das ist praktisch. Ja, vor allen Dingen schaut da nicht, wenn man einfach die Best Practices zusammensammelt, weil jeder, der sich das jetzt anschaut, kann davon lernen. Und wir haben ja den Source Code unter MIT gestellt, beziehungsweise alles, was da drin rumflackt, sollte dann schon passen. Genau. Ich habe noch, das Mermaid muss ich mir immer noch anschauen, aber ich weiß jetzt, wo ich es finde. geht übrigens, bin ich drauf gekommen jetzt, wie ich mein das Proposal geschrieben habe für die GitLab Commit. Geht auch in Google Docs. Genau. Tatsächlich. Ja. Ist echt praktisch. So, ich muss kurz einen Kaffee trinken, bin ein bisschen müde heute. Ich bin mir die Angewohnheit vor Webcasts, sodass ich fange schlecht zu schlafen. Ja, und ich habe noch ein paar Ideen bezüglich Blogposts. Ich würde auch gerne das Pages und Review Apps Ding dokumentieren bzw. verbloggen. Aber das ist wie so, wie sagt man da, wenn man Zeit hat, dann hat man meistens keine Zeit dafür und mir rinnt irgendwie die Zeit aus den Fingern zurzeit. Aber ja, jeder, der mehr oder weniger einen Blogpost schreiben möchte oder da mitmachen möchte, kann im Endeffekt einfach einen Merge-Request aufmachen und das als Hugo-Blog-Post dann raushauen. Da gibt es, glaube ich, eine kleine Doku dazu. Mhm. Genau. Und die Idee von dem Ganzen ist, auch für Konstantin, Greg und Anton, wir wollen einfach unser aller Wissen, weil wir kommen aus vielen unterschiedlichen Ecken, halt gemeinsam teilen und da die Möglichkeit schaffen, ein bisschen drüber zu schreiben. Und je nachdem, wie organisch das wächst, schauen wir einfach, wo wir dann hinkommen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ansonsten. Also eine kurze Frage. Also ich habe neulich so
ja, Bash Script geschrieben, womit ich dann die verschiedene, also ich habe so, ja, wie heute gesagt, na, die verschiedenen Microservices und ich musste dann irgendwie durch 25 verschiedene Repos gehen und das Master auschecken und dann habe ich ja das Script dafür geschrieben. Also ist es angedacht, sowas einfach in den Blog zu posten oder? Sicher, also sagen wir so, alles, was irgendwie hilfreich ist und am besten aus 5 verschiedenen Ecken kommt. Wir können auch, und das ist ja eine Idee gewesen, dass wir unseren Gruppen, deswegen ist es eine Gruppe, dass wir da einfach Repos aufmachen und sagen, das ist jetzt ein Code-Snippet für Automatisierung, das ist ein Code-Snippet für Puppet oder Ansible, das ist für Kubernetes. Also alles, was, wo du irgendwie sagst, das hat mir geholfen und hilft vielleicht anderen auch gerne jederzeit. Und im einfachsten Fall machst du einfach einen Blogpost raus und später zieht man es halt in ein Repo raus. Also einfach machen und tun. Super, vielen Dank. Das macht mir sehr viel Freude. Michael Nummer 2. Du warst bei den MISC-Punkten dran. Ja, du hast mir MISC drüber geschrieben. Ja, ich habe nur eigentlich die Nachricht reingeschrieben, dass ich glaube, das haben mir die meisten wahrscheinlich gelesen, dass GitHub jetzt den Master Branch auf Main Branch umbenennen will. Und gibt es auch schon eine Petition dagegen, interessanterweise. Ja, noch verlinkt. Hätte mich halt nur interessiert, was eure Meinung zu dem Thema ist, weil, ja, es ist ein Name, ja. Mehr eigentlich jetzt gar nicht zu dem Punkt. Oder ist das jedem quasi wurscht? Hauptsache ein Name und fertig. Ich glaube, da sind wir hier in der Runde diejenigen, die zu dem Thema am schlechtesten mitreden können, wenn man so den allgemeinen Tenor der Diskussion folgt. Ich habe einen Kollegen bei uns in der Firma, der kommt aus Kenia, gefragt, der hat gemeint, naja, er sieht das Thema aus Selbstbetroffenen natürlich sehr, 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 er verfolgt das Ganze, sagen wir es mal so. Hat allerdings auch gemeint, dass er diesen Namen Master bei Git jetzt nicht unbedingt als problematisch empfunden hätte. Kann allerdings nachvollziehen, dass andere sagen, okay, daran kann man sich stören. Das ist allerdings dann wieder eine persönliche Entwicklung an der Stelle und persönliche Einschätzung. Ich finde, man kann es drauf eingehen. Ich würde auch sagen, wir haben wichtigere und größere und sehr wichtige Probleme, die man angehen muss. Aber warum sollte man da nicht im Kleinen anfangen, wenn sich da das Ganze dann auch wirklich lösen lässt? Zumindest meine Meinung dazu. Hm. Der Vorteil an Git ist, es ist nur ein Name. Entschuldige. Nee, ich finde es halt, also technisch gesehen, fände ich es, denke ich, recht interessant. Ich meine, wenn man sagt, okay, man nimmt jetzt den Master raus und bindet den in irgendwas um, macht man es wirklich hart, muss halt jeder nachziehen, baut man irgendwie so ein Fallback ein von wegen, ja, Master geht dann auch noch, bis alle irgendwie damit zurechtgekommen sind, kann ich es mir irgendwie auch schon wieder sparen, weil dann werde ich es nie los. Oder erstmal nicht los. Also bin recht interessant, was dabei rauskommt. Es gibt ja manche, also Branching Strategies, die haben ja gar keinen Master. Es ist halt nur der Default-Name. Mehr oder weniger, ne? Ja, aber wenn du den halt einmal genutzt hast, in einem größeren Projekt. Ist schwierig rauszubringen, ne? Definitiv. Ja. Aber du kannst ja quasi 2 Branch-Namen drauf machen. Also Möglichkeiten gibt es genug, aber es ist schwierig. Und technisch. Wenn das irgendwo in Script-Code eingebrannt ist oder irgendwas, wird es dann, glaube ich, noch viel schlimmer. Ja. Ich gehe davon aus, dass es verdammt viele Scripts geben wird, die darauf aufbauen, dass wenn man Git-Clone macht, der Master-Branch rauskommt. Zumindest die Scripts. Bin ich sicher. Ja, sagen wir so, bei GitLab wird das auch diskutiert. Dadurch, dass wir alles in Public diskutieren bei Default, mussten wir auch schon diverse Tickets zumachen, weil da einfach auch sehr viel, ja, es ist sehr politisch, sagen wir es einmal so, und viele Leute echauffieren sich dann auch, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, sei mal dahingestellt.
Es wird sicher zu einigen Änderungen führen. Es wird diskutiert, wie man es am besten machen kann, ob man es nur für neue Projekte macht, also klassischerweise, ob dann tatsächlich was dabei auf die Füße fällt. Warum man das jetzt macht, mit welcher Motivation, wird genauso diskutiert und in Betracht gezogen. Meine persönliche Meinung zu der ganzen Geschichte ist, wenn es ein ganz, ganz kleiner Baustein ist, der jemandem hilft, und es muss jetzt nicht ich sein oder jemand, der in meiner Umgebung wohnt, dann sollte man es einfach probieren. Weil wenn man nur darüber redet und es nicht macht, dann wird es wahrscheinlich nie passieren. Aber ja, schauen wir einfach, wo die Reise hingeht. Ich werde euch auf Stand halten, wenn ich was Neues weiß zu dem ganzen Thema. Und ansonsten schauen wir aber, also ich hätte gesagt, schauen wir einfach auf die Kernthemen, auf die anderen Sachen, die uns noch mehr interessieren. Michael, du hast mich letzte Woche, glaube ich, gefragt wegen Handbook First. Genau, ich hab einen Tweet gemacht, weil ich mir die letzten Wochen doch sehr oft GitLab Unfiltered angeschaut habe, wie ist die Videos, was sehr interessant war, und da habe ich eben sein Video gesehen vom Darren, irgendwas mit dem? Murph. Und habe das recht interessant gefunden, dass gerade um das Handbook First Prinzip, und ich versuche es auch, ja, aber es ist sehr schwierig durchzuziehen, weil ich hätte halt sehr interessant gefunden, wie generell, bei GitLab kann ich mir das gut vorstellen, alles dezentral, da musst du mehr oder weniger auf sowas dann gehen, ja. Wie das andere handhaben, also ist das, man kennt Book First, kennt man von GitLab halt, weil das halt wirklich sehr prominent platziert ist, aber wie das bei euch ist, generell so die Nicht-GitLabber, wenn man so will, ja. Ist das generell bei euch auch Repo-mäßig organisiert oder sind das einfach E-Mail-Bomben, also richtig E-Mails dauernd hin und her schießen, so nach dem Motto. Und weil ich persönlich finde es schwer, also ich habe einen Teil meiner Gruppe, nimmt sofort, die sind froh, wenn sie es niederschreiben. Die anderen sagen es zwar nicht so, ja, aber du merkst halt, dass sie es nicht gern niederschreiben. Weil es halt manche auch für unnötig empfinden. Das wäre halt interessant, wie man das generell handhabt. Weil wenn nicht jeder mitmacht, ist auch blöd. Also ich kann da sagen, dadurch, dass ich das Handbook First auch seit einigen Monaten selbst gelernt habe, ich habe das früher, wie sagt man da, ich habe meine eigene Dokumentation gehabt und ich bin jemand, der Dokumentation liebt, weil wenn ich einen Fehler 5-mal mache, dann ärgert ich mich, dass ich es nicht dokumentiert habe. Und ich habe jetzt so meine Mischung aus Confluence-Wiki, Git-Repository, Blogposts und anderen Geschichten gehabt. Und war dann eigentlich sehr fasziniert von diesem, generell, dass es ein Handbook gibt für alles, wo halt alles drinnen steht. Das hilft natürlich extrem, wenn du halt Onboarding bzw. tagtägliche Arbeit machst. Du kannst davon ausgehen, dass es irgendwo im Handbuch steht. Und wenn es nicht drinnen steht, dann fix es. Also das geht relativ schnell in der Web-IDE. Man muss aber natürlich auch lernen, dass man diesen Weg geht. Also wenn du dich öfters dabei ertappst und sagst, jetzt diskutiere was im Slack. Und was ist jetzt das Ergebnis von dem Ganzen? Naja, okay, im Handbuch fehlt jetzt zum Beispiel was oder ist irgendwas für Troubleshooting. Ist es jetzt, wo ist es richtig? Gehört es in Handbuch oder gehört es in die Dokumentation? Und man muss natürlich diesen kulturellen Gedanken ein bisschen sich damit anfreunden und das natürlich im Team auch ausbreiten. Das heißt, du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, von wegen, du bist jetzt böse, weil du das nicht ins Handbuch reintust, sondern du musst natürlich jedem ein bisschen den Vorteil davon näher bringen und sagen, das ist eine gute Geschichte, du kannst davon profitieren. Ich weiß auch nicht, wie es in anderen Firmen funktionieren könnte, wenn nicht jeder ist geneigt dazu, jetzt Dokumentation zu schreiben oder das immer tun zu wollen. Also du musst da ich glaube, die technischen Möglichkeiten müssen auch gegeben sein, dass du es halt einfach schnell machen kannst. Ich denke, es kommt da stark drauf an, also Information und damit auch Dokumentation braucht halt da immer irgendwo einen Kontext, ja, in dem es halt abgebildet wird. Ja. Wir haben zum Beispiel auch für unsere Policy halt einfach in der Gruppe oder halt im Team, ja, dass gewisse Dinge, die man halt ausredet, dann noch per Mail zum Beispiel nachschickt, damit man zumindest irgendwo eine schriftliche Erfassung von irgendetwas hat, ja. Und dass wir zu allem halt ein Issue aufmachen bei uns im GitLab, damit wir, auch wenn ein Kollege, so wie der Bernhard momentan nicht da ist, eben nachschauen kann, was hat sich wo getan, ja. Aber ich denke, Dokumentation ist ein ziemlich breites Wort für vieles, ja.
und denke, so wie du gesagt hast, das kommt immer auf den Kontext drauf an. Ja. Also macht man jetzt das aus einer Kontextsicht von eben einem Handbook für ein Produkt, jetzt überspitzt gesagt vielleicht, ja. Oder macht man die Dokumentation aus einem Prozess heraus, also aus einem Ablauf heraus, oder für was macht, also für was entsteht die Dokumentation? Mhm. Das muss schnell gehen. Und am besten so weit wie möglich, wenn es möglich ist, überhaupt dann wiederum automatisch. Ja. Ja, bei uns ist im Endeffekt eher GitLab-Repo und im Endeffekt, das sind eh nur, wie du gesagt hast, ich sage jetzt einmal Arbeitsabläufe, teilweise, wie verwendest du was, vor allem, also keine Ahnung, Python, Pip Install, aber wie verwendest du quasi die Registry, die in-house ist und nicht die Registry, die draußen ist und solche Sachen oder keine Proxy-Settings und weiß nicht was alles. Da ist eben, im Endeffekt ist es mir so ein, wie sagt man, ein Generalding, also alles reinschreiben, du weh nicht. Weil, aber es ist so ein, wie sagt man, eine Anleitung. Und das Lustige ist, dass die Leute, die es nicht gern schreiben, sehr, sehr gern konsumieren, was drin steht. Das ist das Lustige daran. Also es ist irgendwie, aber ja, es ist nur die Frage gewesen, wie das andere handhaben. Und vor allem habe ich auch interessant gefunden, im GitLab Unfilter Channel war, oder was mit normalen GitLab Channel. Da war auch die Diskussion irgendwie, dass bei GitLab die Leute weniger Private-Chats verwenden sollen, sondern mehr in die Public-Channels. Also immer einen Channel eröffnen für ein Topic oder was auch immer, ja. Und dort chatten für die Leute, die dann quasi quer einsteigen, ja, dass die nachlesen können, was passiert ist. Ja. Ist auch so eine Art Dokumentation. Kann man gut vorstellen, dass das, wenn es sehr viel Private-Chats gibt, dass das sehr schwer scheren kann. Ja, du musst im Endeffekt Copy-Paste machen in der Issue rein. Ja, das habe ich auch, ich möchte das nicht sagen, lieben gelernt, aber ich bin mir dessen bewusst. Einerseits wird Slack gelöscht nach 90 Tagen. Das heißt, es ist kein persistenter Storage für mich jetzt. Also wenn ich da jetzt irgendwas diskutiere und dann dokumentiert haben möchte oder nur wissen möchte, wie es jetzt ausgemacht worden ist, dann muss das entsprechend in der Issue bzw. ins Handbuch überführt werden. Und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach so das Wichtigste, dass du sagst, in meinem Rocket Chat, Slack, wie auch immer, Chat drinnen, das ist alles volatil. Und wenn du eine Entscheidung triffst oder etwas in Stein gemeißelt ist, dann muss es an einer anderen Stelle persistiert werden. Und wenn du in einem öffentlichen Raum diskutierst und schreibst, hat das ein ganz anderes Feeling, als wenn du quasi im Geheimen, in der privaten Nachricht schreibst. Ich schreibe schon auch private Nachrichten, also wenn es quasi direkt one-on-one ist oder wenn es halt um persönliche Befindlichkeiten geht oder wenn man halt sagt, das braucht jetzt nicht jeder sozusagen wissen, weil es da wirklich um eine ganz spezielle Geschichte geht, die vielleicht jemanden anderen aus der Konzentration reißen würde. Aber alles andere, was halt irgendwie interessant ist oder sinnigerweise ist, hast du am besten meiner Meinung nach in einem Thread, in Slack oder Rocket Chat oder Gitter oder wie auch immer drinnen, damit sich das Fenster nicht so stark bewegt. Also bei mir ist es eh im Hintergrund, ich sehe es eh nicht, aber wenn man es halt offen hat, so wie ein IRC-Channel und dann bewegt sich was und dann schaut man wieder hin, das kann dazu führen, dass die Konzentration halt komplett hinüber ist. Das stimmt natürlich auch, ja. Also Information hat ja immer auch ein Ablaufdatum, ja, oder nur eine gewisse Gültigkeit, ein Haltbarkeitsdatum, ja, gerade so wie man es auf Slack chattet man, ja, das ist eher, muss ich sagen, echtzeitbezogen, ja, und Dokumentation oder etwas Niedergeschriebenes hat ja doch eher den Charakter, dass die Information dort länger aufbewahrt wird, ja. Also ich glaube, was wir halt gelernt haben, auch durch das Verwenden von GitLab, ist halt, es ist eine gute Idee, zumindest aus unserer Sicht, ja, wenn man zumindest möglichst nur eine Source of Truth hat, ja. Also damit zumindest irgendwo, was auch immer dann da drinnen liegt, ja, und vielleicht liegt es dann auch nur Bausteine, ja, von mir aus, ja, aber es ist zumindest an einer Stelle, an die was, wo ich suchen kann, ja. Oder ich habe zumindest die Möglichkeit, dort eine Multisuche zu machen, ja. Aber ich glaube, flüchtige Information ist, dann ist es umso wichtiger, dass, wenn sie notwendig ist und wenn darauf irgendeine Entscheidung resultiert, dass das schon irgendwo hinkommt, wo es dann archiviert ist, ja, also wo es dann wirklich fix steht, ja. Allerdings finde ich halt auch, und das habe ich ja in einem Tweet gepostet,
puh, das Internet macht es halt mittlerweile aufgrund der Masse von Informationen und auch alter Informationen oder älteren Informationen halt auch schwierig, die oder oft schwierig, die letztgültige Information zu finden, ja, weil gelöscht wird selten was, ja. Und dann kann auch schon passieren, dass man veraltete Informationen hat, ja, also das ist auch nicht ganz so einfach für die. Ich habe schon mal einen Blogpost von Microsoft von 1994 gebraucht, weil es die einzige Doku war, die einzige Information war, also von dem her war ich froh. Ja, wenn es die einzige war, ist es super, ja, aber oft ist dann so, dass noch irgendwelche aufbauende Informationen sind und Copy und Paste, das kennen wir alle, ja, das ist ja gut so und das ist ja notwendig, ja, nur es ist halt dann die Fragmentierung über das Internet, ist halt schon. Deswegen bin ich auch froh, zum Beispiel bei GitLab, aber auch bei anderen Projekten, die sich wirklich um die Dokumentation bemühen, ja, und da wirklich auch dahinter sein, dass das auch möglichst aktuell und dem aktuellen Stand der Entwicklung abbildet, das ist schon ein Mehrwert, ja, definitiv, also für mich schon, ja. Wie ist es dann generell bei euch so, wenn ihr Dinge plant? Also ich versuche zumindest, ja, solange es geht, in GitLab zu bleiben, weil auch, wie du es ja schon gesagt hast, sobald du rausgehst, ja, und wenn es nur ein Link ist, ja, dann fangen irgendwie die Probleme an. Ja, ja, es ist, das kann ich auch sagen, das ist kein Geheimnis, ja. Also Dokumentationen sowie Handbooks, die landen meistens in Confluence. Und die für uns im Team die Tickets, wie wir halt arbeiten und uns gegenseitig quasi die Bälle zu spielen und in der Luft halten, ja, das machen wir mit Tickets. Ja. Wenn daraus dann irgendwas eine Änderung oder ein Umbau oder eine Erneuerung oder etwas Gröberes passiert, dann übertragen wir das so ähnlich wie das Handbook First oder die Handbook First Idee dann quasi ins Confluence. Ja. Aber das ist dann quasi eine Cleanup-Dokumentation, genauso wie du gesagt hast. Da kann dann auch jemand, wenn er neu kommt vielleicht oder so ein Thema neu hinzukommt, ja, von irgendwo, dann nachlesen und quasi einmal so, wie soll ich sagen, den ersten roten Einstiegsfaden finden. Ja. Und wenn er dann genau wissen will, wie die Entwicklungsschritte der Team waren, dann sind es die Tickets, ja. Letztendlich ist das Thema mit Handbook First doch eigentlich ja eh meines Erachtens kulturelles, Stichwort Kaffeeküchen-Chat, den man halt früher, wenn sich zwei Entwickler an der Kaffeekanne getroffen haben, Dinge dann besprechen, was man jetzt in Remote nicht mehr haben könnte. Und genau diese Abstimmung an der Stelle, die sollte dann halt wirklich meines Erachtens im Handbook stattfinden. Spannend ist meines Erachtens da halt, was jeder Einzelne dann als passendes Tool einsetzt. GitLab habt ihr jetzt da offenbar dann ins Confluence übertragen. Wir haben jetzt mit DokuWiki intern experimentiert. Ein anderer Kunde setzt auf das ganze Azure DevOps-Zeug, was okay ist. Naja, ist halt Azure. Das Problem an der ganzen Stelle, das bin ich jetzt als Techniker, die Dokumentation sollte halt, egal ob es das Handbook oder sonst was ist, dann für jeden halt wirklich nutzbar sein. Und da muss ich leider sagen, ist der Workflow mit Merge-Requests und so erstellen und Markdown-Lernen zwar für uns Techniker relativ gut nutzbar, aber wenn es dann wirklich in die ganze Sales-Dokumentation reingeht, dann habe ich da persönlich Bauchweh, dass die ganzen Kollegen aus Sales Support und ähnlichen nicht technikaffinen Bereichen teilweise Probleme haben, diese Inhalte dann auch wirklich sinnvoll zu übertragen. Und es hat dann auch nichts mit, ich kann Doku schreiben oder was zu tun, sondern eher mit dem Technischen, hat Probleme, eine Markdown-Liste zu erstellen, anstatt halt what you see is what you get im SharePoint von Azure dann wieder zu hinterlegen oder das Google Docs-Dokument auszufüllen. Das ist ein super Punkt. Okay. Wir haben nämlich genau dasselbe Problem, also wir bei GitLab. Also sagen wir so, ich weiß, wie Markdown funktioniert und wie du eine Liste reinschreibst. Ich kann auch eine CI/CD-Pipeline debuggen, wenn das Deployment von der Review-App nicht geht. Aber das kannst du halt nicht voraussetzen, wenn jemand kommt und sagt, jetzt schreibe ich einen Blogpost. Wir haben eine neue Gruppe seit Dezember, die Static Site Editor Group, wo die Kollegen an einem CMS-artigen System, sage ich mal, arbeiten, inklusive dem VisiWig-Editor und anderen Geschichten, dass einfach dieses teilweise Frontmatter, teilweise Markdown entsprechend wegfällt und dass du im Endeffekt das Handbook von uns, beziehungsweise irgendeine statische Webseite dann, einfach editieren kannst. Das ist natürlich slowly und iteratives Hinzufügen von Features. Aber wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, oder wir machen das dann aktiv so, wenn wir im Handbook was editieren, also ich wechsle jetzt nicht ins Terminal
und klone mir irgendein Git-Repository und mache dann das, sondern das mache ich halt im Browser. Entweder über die Web-IDE oder mittlerweile ist halt der normale statische Editor besser geworden. Und das Ziel ist einfach, das Tool besser zu machen. Das, bis zu einem gewissen Grad wird das gerade natürlich neu erfunden, weil du damit halt ein Confluence oder ein DokuWiki oder was anderes nachbaust. Auf der anderen Seite, vielleicht hilft es in der Zukunft, dass man halt sagt, wenn du im Marketing arbeitest, dann musst du keine Berührungsängste mit Markdown haben, weil du gar nicht weißt, dass im Hintergrund Markdown generiert wird, sondern du schreibst halt einfach. Also, ich glaube auch, ja. Also, solche Systeme funktionieren einfach dann besser, ja, wenn die Einstiegshürde niedriger liegt, einfach, ja. Und die Leute sich einfach eher darüber sehen, da was hinzuschreiben, ja. Und das vom Café-Chat beim Plaudern, das stimmt auch, ja. Das war früher so, ja. Aber das hat da durchaus ein essentielles Problem gehabt, was ich glaube ich schon durch die Verschriftlichung besser geworden ist, ganz generell, ja. Man hat zwar über die Dinge geredet, nur ob der Gegenüber oder man selber das richtig verstanden hat, das merkt man dann erst einmal, wohin schreibt und man gemeinsam auf das Dokument drauf schaut. Ja. Weil dann merkt man eigentlich, was ist beim anderen wirklich angekommen, ja, oder was hat man selber überhaupt verstanden, ja, von dem Thema oder hat es überhaupt überrissen, um was es überhaupt geht. Und da ist mir selber schon passiert, ja, da tun sich dann schon Überraschendes dann auf. Ja. Und da kommt man erst drauf, eigentlich, okay, man hat zwar über das Thema miteinander geredet und war eigentlich klar, okay, das passt ja eh, aber wenn man es dann hier geschrieben hat, ist man doch drauf gekommen, dass man nicht so ganz auf derselben Linie war und eigentlich doch unterschiedliche Vorstellungen gehabt hat. Ja. Also von dem her kann ich das auch nur sagen, es ist absolut eine gute Sache, wenn man irgendwie ein System hat, welches auch immer, sage ich, wo es zumindest einmal in eine Senke kommt, wo jeder reinschaut und reinschreibt. Ja. Hm. Und bei mir ist das mit Markdown und warum so lange GitLab bleiben, auch so Dinge gewesen wie technische Designs machen oder Klassenhierarchien und solche Dinge. Deswegen sind wir auch immer mehr und mehr in dieses Mermaid reingedriftet, weil es sind irgendwie zwei Seiten. Ne? Die einen haben am liebsten what you see, what you get, Bild reinziehen, klicky, klicky. Ich persönlich bevorzuge, wenn ich schnell editieren kann. Ja? Keine Ahnung, irgendwelche Graphen, irgendwelche Sachen, wo ich schnell editieren kann. Es sind einfach zwei Seiten der Medaille und wahrscheinlich ist irgendwo die Wahrheit, so wie es der Michael schon gesagt hat, glaube ich, am besten so ein what you see, what you get Aufsatz, ja, dass der normal schreiben kann. Hinten wirft er quasi mehr oder weniger Markdown ab. Und du als Normalentwickler kannst auch, weil ich würde auch bevorzugen, logischerweise, ich gehe im Browser rein, gehe dorthin, sage, edit, keine Ahnung, was wie so aller Notion oder solche Dinge. Und editiere das dann einfach, klar. Also, dass ich klonen muss, ist auch ein Aufwand, ja, den ich nicht weiß, was ich machen will. Aber es ist halt ja. So, Entschuldigung, was ich auch interessant finde, sind diese ganzen Headless-CMS. Ich weiß ja nicht, ob das bei GitLab in die Richtung geht, dass man eben quasi nur mal den Backend-Bausatz macht und dann baut man mehr oder weniger seine Frontends drauf. Würde ich sehr interessant finden, weil dann kann man quasi eigentlich für jeden den Zugang so machen, wie er es am liebsten hätte. Und wahrscheinlich nicht einmal so viel Mehraufwand ist. Was ich sagen wollte zum Thema Markdown, die Jungs von Nextcloud haben eine App entwickelt gehabt, die Nextcloud Notes, die tatsächlich im Hintergrund reines Markdown verwendet und tatsächlich als, ich sage jetzt mal, ein kleines Google Docs genutzt werden kann. Das heißt also, man schreibt regulär what you see is what you get mit Auflistungen, Überschriften und so weiter. Im Hintergrund wird allerdings effektiv eine Markdown-Datei gespeichert, was natürlich dann gerade für die Sales-Leute deutlich leichter zu verwenden und zu sehen ist. Und wer halt die Datei direkt als Datei öffnet und nicht diesen Markdown-Editor im Browser verwendet, der kann halt ganz, ganz normal weiterhin sein Markdown schreiben, ohne dass er diesen What You See is What You Get Editor benutzen muss. Ja. Ich glaube, wenn man in die Richtung dann geht, dann wird auch die Einstiegshürde für alle nicht technikaffinen Branchen deutlich leichter und deutlich geringer, das dann letztendlich umzusetzen oder zu nutzen. Also zum Beispiel zum Thema Markdown und sichtbare Änderungen, also diese Panel-Views, die finde ich ganz interessant. Ja. Und kennt von euch jemand Stack-Edit.io? Sagt das jemand von euch? Ja, das ist Markdown mit Mermaid und was ihr alles reingeschmissen. Ne? Ja, und weil du kannst nachher eben zum Beispiel, keine Ahnung, der Google Drive oder whatever damit verbinden, ja, und quasi ins Dokument reinschreiben und ich weiß jetzt nicht, ich habe schon länger noch drauf geschaut, ja, von den Feature meine ich jetzt an, ob das jetzt mittlerweile auch online editierbar, also kollaborativ editierbar ist, aber ich finde das Ding einfach sehr praktisch fürs
Lady Dienst wieder Michael Lassergasse. Ich mache die Seiten auf einfach, ja, und dann schreibe ich los. Das ist, das sowas wie der HackMD oder? Ja, genau. So, ich glaube sowas wie der HackMD, ja, genau. Und da kann man sich halt das organisieren. Das finde ich halt einfach praktisch, weil ich bin so ein Mensch, ja, der hat in seinem Notepad so um die 160 Tabs auf. so als Swap-Speicher für den Kopf. das ist unter anderem sowas halt auch ganz praktisch, wenn es halt im Netz ist oder halt über einen Account oder halt über Cloud Drive. Ganz generell gesagt halt shareable ist, weil mal ist man auf den einen Rechner, manchmal ist man auf den anderen, mal zu Hause, mal unterwegs. Ja. Da ist sowas halt ganz, ganz praktisch. Das nur nebenbei, also. Nie ich schon über 160 Zeichen geschrieben. Quatsch zurück weiter. Ich suche gerade was. suche ich das später raus. Ich habe noch ein paar Issues, wie die Roadmap und die Vision von der Statics Editor Group ist, die aber wahrscheinlich eher auf der Webseite drauf sind. Ich habe jetzt gerade noch eine Diskussion von vor 2-3 Tagen im Kopf zu dem Thema. Die anderen zwei Punkte, die ich auf die Agenda noch geschmissen habe, ist den besagten Webcast. Das Recording ist auch schon da, nur das Coffee-Chat ist mir jetzt ein bisschen dazwischen gekommen. In meinem Slack habe ich 3 neue Notifications, wahrscheinlich deswegen. Werde ich euch dann später nachreichen. Könnt ihr euch gerne anschauen. 45 Minuten oder 50 Minuten waren es, glaube ich, in Summe. Die zweite Geschichte, die noch ansteht, ist das 13.1 Release, wo ich aber ehrlich gesagt noch gar nicht tief reingeschaut habe. Ich habe euch einfach einmal mein Marketing-Issue verlinkt, wo dann auch der Review-MR drinnen ist, wenn er dann einmal gebaut ist. Das dauert, glaube ich, noch bis zum 18. jetzt, bis es dann tatsächlich alles von unseren Release-Managern und Post-Managern zusammengebaut wird. Aber ich weiß, dass ja da, ich glaube, der Nico spioniert da gerne ein bisschen rein und der Philipp vielleicht auch. Ich werde schauen, was mir persönlich in dem Release am besten gefällt und dann meine ganze Twitter-Strategie an dem Thema aufbauen. Was ich sonst noch gelernt habe letztens ist, dass die CI-CD-Variablen, also alles, was irgendwie Secret-Management ist, und das geht auch in die Vault-Richtung aktuell als Backend, dass das zumindest einmal im Frontend und dann irgendwann auch im Backend aufgesplittet wird, hinsichtlich, dass man halt in CI-CD-Variablen keine Kubernetes-Secrets einträgt, sondern dass man das halt ein bisschen visueller aufbereitet hat. Habe ich das entsprechend da verlinkt, wo das diskutiert wird. Und war interessant zum Recherchieren, weil es nämlich initial einen zugemachten Merge-Request gibt zum Lesen, wo diskutiert wurde, um dann quasi was Neues einzubauen. Ich habe mal subskribiert auf die Issues, um dann gespammt zu werden. Wenn es euch interessiert, schaut es da rein. Ich glaube, es ist auf 13.2 getaggt aktuell, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ansonsten, ja, Terraform habe ich was Interessantes gefunden. Wen es interessiert dann, ich glaube, der Marcel ist heute nicht da, reiche ich doch wieder mal den Michael zurück. Ja, das im Endeffekt, es geht in dieselbe Richtung, wie ich das gelesen habe. Da war auf Reddit vor ein paar Tagen ein Video gepostet im Programming-Subreddit und da ist auch eher mehr um diese Richtung gegangen, dass ich glaube, es ist ein YouTube-Video von irgendeinem Consultant, glaube ich, der ihm gesagt hat, naja, das Problem ist halt, dass man GitLab CI-Files editieren kann und dadurch kann halt, wenn es am Runner läuft, ne, kann der mehr oder weniger alles machen, was der Runner kann. Ja. Und ich habe das Video angeschaut, muss aber ganz ehrlich sagen, ja, vom theoretischen Standpunkt hat er ja nicht Unrecht. Ja. Aber im Endeffekt finde ich, dass er, ja, ich weiß nicht, da geht der große Teil des Vorteils von diesem YAML-File im Repo, glaube ich, auch großteils verloren. Und er hat es dann, glaube ich, damit gelöst, dass er gesagt hat, naja, macht ein zweites Repo
Und dann kannst du ja in der GitLab UI sagen, da nimmt von dem anderen das und damit wird dir das quasi überschrieben. Das ist eigentlich umgeleitet, ja. Und das geht in kleinem Maßstab noch sehr gut, aber im großen Maßstab funktioniert das meiner Meinung nach so gut wie gar nicht mehr, ja. Und es wäre halt interessant gewesen, ich finde, dass der Herr mehr darüber hätte reden sollen, wie man die Serverseite, also wie man die Runner absichert, ja, und wie man das halt quasi mehr oder weniger machen kann und vor allem auch, wie ihr quasi mit solchen Sachen umgeht. Also lasst ihr eure Entwickler quasi mehr oder weniger auf der Maschine machen, was ihr wollt. Weil es natürlich schon kontrovers ist, ne? Weil du kannst ja jeden Mist reinschmeißen, was der Runner halt kann. Ne? Du kannst noch, weiß nicht, gegen das Internet abschirmen und weiß noch was alles, ne? Aber am Ende des Tages hast du 15.000 Möglichkeiten, was du halt mit dem Ding machen kannst. Ne? Und was du das aber rausgibst, ja, also ich weiß nicht, wie oft wir das haben, dass sich in einem Branch ändert sich die CI-Pipeline, die ist nicht gleich wie auf dem Hauptbranch oder auf dem Dev-Branch. Ja. Wenn ich das in einem externen Repo mache, dann kann ich mit dem Ding gleich bald aufhören auch. Ja, sagen wir so, du hast zumindest ein gewisses Audit-Log dabei, weil jede Änderung durch Git getrackt wird, selbst dann das CI-Config. Das heißt, du findest relativ schnell raus, wer es jetzt war. Wenn es natürlich jetzt ein Public Repo ist, wo jeder sofort Zugriff drauf hat und das nicht über Merge Request Reviews funktioniert zum Beispiel, ist das wahrscheinlich ein größeres Problem. Das zweite ist natürlich ist eine Vertrauensgeschichte, aber wenn du jetzt mit externen Contractern zum Beispiel in einem Repo zusammenarbeiten musst, dann kenne ich schon auch den Fall, dass du sagst, du ziehst die GitLab CI-YAML raus, kannst es in den Settings eben, ich glaube, das ist seit 12.10 oder 12.9 neu, dass du das halt als externe Quelle angeben kannst in den Settings und hast dann quasi ein Repo, wo das dann drinnen gemanagt wird, wo du auch meines Wissens auch einfach mehrere reinwerfen kannst und es dann halt entsprechend als URL konfigurierst. Ist jetzt vielleicht nicht die besonders schöne Variante, kannst du es aber wahrscheinlich auch über die API relativ gut automatisieren, wenn du sowas bauen möchtest. Ansonsten grundsätzlich, was hin und wieder auch sinnvoll ist, dass man im gleichen Atemzug das Ganze auf Templates umbaut und ein bisschen auf Generalisierung. Prinzipiell wahrscheinlich, also du könntest auf den Shared Runnern wahrscheinlich so ziemlich viele böse Dinge tun, oder auch auf denjenigen, wo du halt bist. Wahrscheinlich ist es eine gewisse Vertrauensfrage und wie du dann halt in deinem Bereich zum Beispiel deine Container absicherst. Ob das jetzt auf einer spezifischen VM ist, wenn du ausbrichst, passiert halt nichts. Außer du siehst halt andere Container. Ist auf der Security-Seite wahrscheinlich jetzt auch nicht so toll. Vor allen Dingen, wenn du. Weil da finde ich, die Docker-Container sind dann noch simpler. Zum Beispiel, wir haben relativ viel Windows-Runner, die halt Bare Metal laufen müssen, weil der Windows-Container ist halt, ja. Wir haben viele Dinge, die sind in Compilern, die geht in keinen Windows-Container. Und das ist natürlich, ja. Du hast jetzt, ja okay, du kannst eine Virtual Machine spawnen, was du auch mal machen musst, ja, weil es out of the box ja quasi mehr oder weniger nicht dabei ist. Du kannst das in VirtualBox spawnen und keine Ahnung, was noch alles, ja, und so ein Prem sein muss. Aber am Schluss des Tages ist mehr oder weniger Vertrauenssache. Mehr oder weniger schon, ja. Also du kannst natürlich jedes System so hinstampfen und absichern, aber irgendwann wird es halt so komplex, dass es auch langsam wird. Also wenn du das jetzt dreimal virtualisierst und in eine Sandbox reinwirfst, dann dauern die Builds auf einmal 3 Stunden. Oder nachdem in Relation halt gesehen. Letztendlich ist es doch aber egal, weil wir können jetzt diskutieren, dass man die GitLab CI absichern. Ja, dann haben wir die abgesichert. Dann hast du aber, wie du gerade gesagt hast, die Docker-Container oder die generellen Runner, die noch entsprechend mit da sind. Und wenn wir die dann auch noch abgesichert hätten, dann hätte man auch jetzt nicht das Problem, dass ja die Entwickler in ihrem Code ja theoretisch auch noch machen können, was sie wollen. Also ist das alles eine Geschichte, wo dann sagen wir, wo ziehe ich dann wirklich die Grenze? Was erlaube ich einem Entwickler, dass er machen kann? Ich kann ja über Git sowieso alles nachvollziehen, was er entsprechend verbricht. Und wie viel kann ich dann ihm erlauben zu tun, was unsere Corporate Policy, sage ich mal, hergibt, ohne dass dann tatsächlich irgendwas in der Production, sage ich mal, kaputt geht. Und wie kompliziert ist das Ganze dazwischen dann hinzugehen, diese Zwischenschritte dann wirklich zu realisieren.
Wir haben recht weit die Umgebungen offen. Ich sage es mal so, es sollte also wahrscheinlich von der Security Policy dann vielleicht nicht jemand unbedingt draufschauen wollen. Es ist allerdings auch noch nichts kaputt gegangen. Und wenn dann wirklich was kaputt gehen sollte, naja, jemand, der es drauf anlegt, wird es so oder so schaffen. Egal, was ich dann in die GitLab YAML einbaue, ob ich in die Docker-Container einbaue oder was ich in die sonstigen Container an Restriktionen mit einbaue. Sobald jemand da wirklich eine malicious behavior an den Tag legen möchte, da kann ganz viel kriminelle Energie dann wirklich freigesetzt werden, um dann wirklich an das Ziel zu kommen. Und dann bringt man natürlich auch die Absicherung der GitLab YAML nichts mehr. Ich denke auch, das Audit, so wie es auch noch Michael gesagt hat, glaube ich, ist da vor allen Dingen wichtig, ja, mit dem GitOps-Ansatz zu sagen, ja, es muss alles in einem Commit, damit man zumindest weiß, wer was wo und wie geändert hat, ist, glaube ich, einmal ein guter Schritt, ja, weil es kommt ja mit, ja. Und alles kann man, glaube ich, nicht absichern. Also ich glaube, das ist so wie ein bisschen wie bei einem Auto, ja. Da hat man auch ein Sicherheitsgut, ja, und keine Ahnung, ein Airbag und weiches Blech, keine Ahnung, ja, aber man kann halt bei einem flexiblen und modularen und sehr mächtigen System halt auch dann autoblöde Sachen machen, ja. Das kann dann auch niemand mehr hindern, also außer man hört auf, Auto zu fahren. Die Frage, das ist keine Option, ja. Weil Git kannst du ja zumindest in der Standardkonfiguration sehr leicht überlisten, weil ich kann ja reinschreiben, wer ich sein möchte, ja, und kann es auch auf einen anderen schieben. Ich weiß nicht, wer in-house quasi so Verifizierungs-, also diese signierten GPG verwendet. Also in-house, glaube ich, machen es wenige. Du kannst das natürlich relativ einfach auf wen anderen schieben. Ich weiß nicht, wie stark die GitLab, GitHub und was ich was das tatsächlich auch prüfen, weil ich glaube, dass die das gar nicht prüfen, außer es ist so eine Verifizierung eingeschalten. Doch, du kannst in den Settings inzwischen, ich weiß die Versionsnummer nicht, was eingeführt wurde, aber du kannst hinterlegen, dass bei den Push-Rules hinterlegt wird und geprüft wird, wer der entsprechende Author war und dann nur diese Commits zulässt von einem Author des aktuellen Projektes und dann natürlich die Restriktion dann entsprechend mit drauf. Aber ja, ist natürlich auch, ich kann natürlich trotzdem meinen Teammitglied den Commit unterschieben und validiert werden kann es dann nur über denjenigen, der dann den Upload, den Push dann am Ende gemacht hat. Genau, also so eine Sign-Off-Geschichte zu machen, ja, wenn es ist sicher keine schlechte Idee, ja. Und wenn man wirklich möchte, dann kann man sicher sowas wie einen Admission Controller auch noch einbauen über, keine Ahnung, über Hooks oder sonst irgendwas, ja. Das könnte man ja alles machen, nur die Frage ist immer, wie viel Flexibilität gibt man auf, ja, um dann was zu erreichen unterm Strich dann, ja. Das ist immer so wie alles eine Abwägungssache, ja. Also machen kann man alles. Das ist ja Software, also. Nämlich ist schon mal passiert, also das muss ich nachschauen vom Anton den Vorschlag, weil mir schon des Öfteren mal unabsichtlich passiert ist, dass ich unter dem falschen Account, meinem privaten Account weggepusht habe, statt dem Firmen-Account. Da wäre das sehr praktisch. Aber das hat sich mit Security in dem Sinne zu tun. Was glaube ich auch noch interessant ist, dass man sagt, man versucht nicht diese Trennung zwischen Entwickler, der nur Code liefert, und was passiert im Deployment? Okay, ist mir alles wurscht, hinter mir das Include, also dieses klassische alte Denken, sondern dass man versucht, alle mit ins Boot zu holen und zu sagen, okay, du kannst jetzt zwar in deiner CI-Config das und das machen und dann manipulieren, aber hier übrigens, so schaut es in Ops aus, beziehungsweise Security freut sich dann auch, und du kriegst Verantwortlichkeiten. Man muss jetzt nicht das klassische Modell fahren und sagen, okay, du bist on call für das, was du entwickelst und was du dann quasi verbrichst. Das soll im Endeffekt keine Bestrafung sein, aber es soll ein gewisser, wenn du die Vorteile siehst und sagst, gut, auf der Vertrauensbasis habe ich jetzt einen Vorschuss bekommen und kann halt viele, viele bunte Smarties einkippen. Vielleicht ist es auch so, dass du das auf einer kulturellen Ebene oder auf einer Teamebene lösen kannst. Geht natürlich nicht mit jedem Szenario, aber vielleicht ist die kulturelle oder soziale Komponente in der Form eine gute Geschichte, wenn man auf das geht und nicht alles versucht mit Audit-Logs und anderen Geschichten zu kontrollieren. Es hängt auch sehr von der Firma ab, in der man arbeitet, oder in der Branche, in der man arbeitet. Automotive-Branche ist da sehr, sehr strikt. Speziell, wenn es nach außen geht. Da gibt es teilweise Requirements, die sind nicht mehr normal, ja, muss man sagen. Deswegen, so wie der Michael gesagt hat, ist sicher unterschiedlich, aber
genau der Ansatz, der hat bei uns massiv viel bewegt. Ja. Mhm. Früher war es im Prinzip genau so, ja, der Entwickler hat da Software gebaut, hat sie über den Zaun geworfen. Ja. Und man hat gesagt, wir hätten gerne einen Tennisball, damit man es installieren kann. Im Operations, ja, kriegt man einen Fußball. Ist auch ein Ball, ja, ich weiß, ja, aber dann haben wir zuerst den Fußball aufgetrennt und dann schwarz-weißen Tennisball draus gemacht, dann ist schon gegangen, ja. Aber das hat schon viel bewegt, ja. Und natürlich ist es so, es kann nicht jeder auch den Teil des Operations mit bedenken, weil nicht jeder hat auch das noch im Kopf, sage ich einmal, ja. Aber es entwickeln sich dann doch Strukturen raus, auch in die einzelnen Teams, dann, wo dann jemand, keine Ahnung, dazu ernannt wird oder eben auch dafür verantwortlich ist, dann, bevor es dann in Production geht, dann nochmal drüber zu schauen quasi, ja. Oder noch einmal gemeinsam mit den Medien das zu besprechen, was da passiert, ja. Und das ändert schon viel, ja. Also wenn man den Leuten ein bisschen mehr vertraut und ein bisschen mehr hergibt, ja, auf das Operations, dann kommt da wesentlich mehr Bewusstsein, ja. Definitiv, ja. Früher war es einfach egal, es wird schon gehen. Ja, und ich glaube, früher hast du da nicht reinschauen können. Also wenn ich mich noch erinnere, keine Ahnung, es hat irgendwie Jenkins gehabt und das macht irgendwas auf der CLI und dann denkst du, ja, okay, schön, was passiert da jetzt? Mittlerweile hast du ja sozusagen, du siehst, was in der CI drinnen passiert, du kannst ja wunderschön den Shell-Output in Farbe und Bunte anschauen. Das heißt, du kannst auch nachvollziehen, was da passiert. Und es ist einfach transparenter geworden, der ganze Prozess. Also du arbeitest halt nicht mehr mit der Blackbox und wirst dein Code irgendwo hin und wird schon passen, sondern du bist quasi mit dem ganzen, es klingt zum Marketing-Sprecher, mit dem ganzen Workflow halt eingebunden. Und vielleicht entwickelst du dann halt auch im Kopf so dieses, ich bin verantwortlich quasi, ich bin der Maintainer von dem Ganzen. Und mir macht es Spaß, dass ich halt auch sehe, was mein Baby dann am Ende des Tages halt als Binary, als Exe, als wie auch immer, dann halt rausfällt. Mhm. Das ist natürlich das Argument, jetzt nicht in einer Firma zieht, wo der Hochsicherheitstrakt aktiv ist. Das ist schon klar. Mir ist jetzt nur eingefallen, es gibt in der Enterprise-Version das Audit-Log spezifisch, wo du dir auf bestimmte Events subscriben kannst und das dann entsprechend mitloggen. Das heißt, du hast dann Nachvollziehbarkeit, wer jetzt Project-Settings geändert hat, wer irgendwas geforce-pushed hat, wenn es sein muss und andere Geschichten. Kannst aber natürlich auch in die Richtung gehen, dass du sagst, du baust in deiner CI-Pipeline halt Verifizierungsjobs ein, die ja zusätzliche Sichtbarkeit geben, wenn irgendwas im vorigen Schritt nicht gepasst hat. Oder hoffst, dass irgendwann Machine Learning kommt und sagt, diese Änderung, die du da gepusht hast, macht keinen Sinn, weil du machst halt das Environment kaputt. Oder hast proaktives Monitoring mit Alerting und anderen Geschichten. Also wir haben, glaube ich, eine schöne bunte Welt, wo man so viele Lego-Bausteine aufeinandersetzen können, dass man das alles irgendwie hinkriegt, glaube ich. Ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort, finde ich, oder? Die anderen Security-Geschichten habe ich euch noch verlinkt. Das ist einfach Interesse, wenn es euch interessiert. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Nächste Woche weiß ich nicht, ob ich es hinbringe, weil ich nämlich da einen kollidierenden Termin habe. Wollen wir es einfach so machen, dass wir es in 2 Wochen wieder treffen? Also am 1. Juli? Können wir machen, ja. Mhm. Perfekt. Vielen Dank. Dann vielen Dank fürs Dazustoßen. Das Recording lade ich dann natürlich wieder wie üblich hoch auf YouTube Unfiltert. GitLab Unfiltert so. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Hoffentlich ein bisschen sonniger und ein bisschen kühler. Also Michi, ich bin im Osten von Nürnberg. Wir haben kein Gewitter gehabt. Norden ist auch ruhig. Ja, ja. Noch nichts. Na gut, also schön, alles gut. Ciao. Okay.